Guten Morgen, Samstagmorgen, nicht meine Aufstehzeit, es ist Punkt 9 Uhr und damit geht es los und zwar mit der Berufsfeuerwehr Saarbrücken. Ich habe hier zwei wichtige Leute bei mir, ich muss immer auf die Namensschilder gucken. Der Klaus Jung ist bei mir und der Josef Schuhn ist bei mir. Jetzt müssen wir mal ganz kurz klären, wer macht was bei Ihnen? Ich bin der Amtsleiter der Berufsfeuerwehr. Und? Ich bin Leiter von der Aus- und Fortbildung bei der Berufsfeuerwehr. Und hinter uns ist auch noch eine Leiter und diese Leiter, die ist heute ganz wichtig, denn was machen wir genau? Also auf der Drehleiter müssen Sie in 70 Sekunden hochsteigen und oben sagen, dass Sie angekommen sind. Jetzt zur nächsten Station. Gerade war das mit dem Klettern auf dem Steiger. Nein, man sagt ja eigentlich Drehleiter. Ach, ich muss mich noch an die ganzen Wörter gewöhnen, aber die lerne ich dann in der Ausbildung sicherlich auch noch. Und jetzt bin ich noch bei Michael Schwindling. Was machen wir denn hier jetzt? Ja, wir machen hier einen Eingangstest oder ein Schnuppertraining für die Leute, die irgendwann mal bei der Berufsfeuerwehr anfangen wollen. Da wird die Möglichkeit gegeben, die Disziplinen, die bei uns im Eingangstest stattfinden, hier mal zu üben. Ich habe jetzt fast alles geschafft. Gut, die Personenrettung war 85 Hundertstel zu langsam, aber das trainiere ich noch eine Runde. Und jetzt geht es leider auf die Strecke, denn Laufen ist ja nicht so meine Disziplin eigentlich. Aber als erstes der 100-Meter-Lauf und danach der 3-Kilometer-Lauf. Die 100 Meter muss ich in 15,5 Sekunden und die 3 Kilometer muss ich in, ich glaube, 15 Minuten schaffen. Ob ich das hinkriege, ich würde mal dranbleiben. Der Sportaufnahmetest hier bei der Feuerwehr in Saarbrücken, den habe ich soweit hinter mich gebracht. Ich muss zugeben, ich habe ihn nicht ganz bestanden. Die 3000 Meter am Ende haben mir das Genack gebrochen. Aber Janine, du bist jetzt hier eine der wenigen Frauen, die momentan am Start ist bei der Feuerwehr, oder? Ja, mit mir. Ein paar Mädels, die dir ein bisschen zur Seite stehen. Natürlich, jederzeit. Also ich bin wirklich beeindruckt. Den Sportaufnahmetest hast du ja auch gemacht. Das ist wirklich eine harte Nummer für Frauen. Da muss man trainieren. Ja, man muss auf jeden Fall körperlich fit sein. Also Kraftausdauer ist da sehr gefragt, auf jeden Fall. Auch für Männer, ohne Training geht's auf gar keinen Fall. Und deshalb jetzt trainieren und nächstes Jahr mitmachen und dann ab zur Feuerwehr. Macht echt Spaß.